Du ahnst nicht, was passiert ist. Mein Kind hat mich total angefixt und es ist jetzt vorbei. Ich bin kein Wikinger mehr, ich bin kein Ritter mehr, sondern ich bin jetzt Samurai. Vielleicht ist es dir aufgefallen, seit Anfang des Jahres arbeite ich an einer Samurai-Klamotte, die jetzt fast fertig ist. Und nur das i-Tüpfelchen fehlt jetzt noch. Und zwar Schwerter. Und auf der Suche nach den passenden Schwertern habe ich tatsächlich welche gefunden. Und zwar in Tschechien bei Fake Steel Armory. Fake Steel Armory hat mir dieses Katana zur Verfügung gestellt und mich gebeten, ein ehrliches Review zu machen. Und deswegen würde ich sagen, drehen wir das Teil jetzt mal komplett auf links. Wenn du dein Katana bei Fake Steel Armory bestellst, hast du die Möglichkeit, ganz verschiedene Optionen zu wählen. Dementsprechend bekommst du dein ganz individuelles Katana, so wie du es möchtest. Wenn du möchtest, kannst du zu deinem Katana ein Saya, also eine Schwertscheide, dazu bestellen. Diese wird, so wirkt es zumindest, individuell an deinen Katana angepasst, sodass diese beiden absolut bündig schließen und wirklich sehr eng ineinander sitzen. Die Schwertscheide ist aus Kunststoff, was man aber meiner Meinung nach so gut wie gar nicht sieht. Sie ist lackiert und wirkt daher wie eine typisch japanische Schwertscheide, die ebenfalls lackiert waren. Nur an einigen wenigen Stellen kann man wirklich sehen, dass sie aus Kunststoff ist, wie hier unten zum Beispiel oder hier oben, aber das tut dem Ganzen gar keinen Abbruch. Noch ein kleiner Einschub aus der Postproduktion. Tatsächlich ist das passiert, was ich vermutet habe, und zwar ist der Lack an der Schwertscheide beschädigt worden, und zwar ziemlich doll sogar. An der Stelle hat die Schwertscheide Kontakt mit einem Stein oder ist da so ein bisschen auch hin und her gerutscht bei den Fotoaufnahmen. Und auch hier unten sind leichte Kratzer gekommen, genauso wie hier unten am Fuß. Und hier wurde zum Beispiel die Saya lediglich auf dem Boden leicht abgestellt. Und ich würde mir wünschen, dass Fake Steel hier an der Stelle noch ein bisschen mehr nachbessert und einen stoß- und kratzfesteren Lack benutzt. Was die Schwerter angeht, die waren ja jetzt mittlerweile ebenfalls im Kampfeinsatz und ich muss sagen, dort hat die Lackierung gut gehalten. Die Lackierung hat, ich sag mal, typische Blessuren genommen, so da, wo die Schwerter hart aufeinander gestoßen sind. Aber alles in allem hält der Lack sehr gut. Das sind für mich normale Gebrauchsspuren und das ist vollkommen in Ordnung. Zurück zum Video. Doch genug von der Schwertscheide, kommen wir nun zum eigentlichen Katana. Und ich finde, das ist wirklich eine Augenweide. Was direkt auffällt, ist, dass die Griffwicklung nicht aus Kunststoff besteht oder einfach nur aus Leder, sondern dass es tatsächlich ein gewickeltes Band ist. Und dadurch entsteht ein wunderschönes Muster, wie ich finde. Wie man deutlich sehen kann, handelt es sich bei diesem Schwert um ein geschäumtes Schwert, denn es hat quasi an jedem einzelnen Bestandteil einen sogenannten Mittelgrat. Es gibt Leute, die stören sich da ziemlich doll dran. Ich denke, ein Labschwert ist ein Gebrauchsgegenstand, von daher kann ich da sehr gut drüber hinwegsehen. Außerdem sieht man auch die typischen Löcher vom Gießen des Schwertes. Aber trotzdem finde ich, dass die Klinge sehr gelungen ist. Sie ist einfarbig, hat eine für ein Katana typische Biegung und sie ist nicht übertrieben klobig. Was einem auffällt, wenn man versucht, die Klinge zu biegen, wenn ich Druck ausübe auf meinen Arm, die Klinge biegt sich nicht wirklich doll nach hinten, aber sie macht doch wirklich einen guten Job, wie du hier sehen kannst. Meiner Meinung nach sind sehr stabile Schwertspitzen und auch ein reißfester Kunststoff sehr wichtig. Daher möchte ich dir hier diese beiden Tests des Materials zeigen. Doch genug von der Optik, kommen wir nun zum Handling. Klar, uns allen ist die Optik von unseren Labschwertern wichtig, doch noch wichtiger ist eigentlich, wie sie zu führen sind. Dieses Katana war das erste Schwert von Fake Steel Armory, was ich in der Hand halten konnte, und ich war wirklich sehr überrascht. Ich habe vorher schon einige Schwerter von ganz verschiedenen Herstellern benutzt und war mehr oder weniger zufrieden damit, aber das ist für mich wirklich eine Offenbarung, denn wenn man dieses Schwert in der Hand hält, merkt man tatsächlich ein Gewicht. Man hat nicht das Gefühl, man hält einen Plastik- oder Schaumstoffschwert in der Hand, sondern das Gewicht des Griffs ist wirklich so massiv und es gibt einem das Gefühl, dass man tatsächlich ein Schwert führt. Und das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Das Verhalten im Kampf der Fake Steel Katanas hat mich wirklich voll und ganz überzeugt. Angefangen beim Ziehen des Schwertes, über diverse Schläge und auch das ordnungsgemäße Wegstecken des Labschwerts funktionieren wirklich einwandfrei.
Außerdem macht für mich das Schwert den Eindruck, dass es wirklich sehr, sehr gut ausbalanciert ist. Wir sehen, bei diesem Schwert liegt der Schwerpunkt nur ein paar Zentimeter vor dem Zuba und bei dem anderen Schwert mit der etwas kürzeren Klinge liegt der Schwerpunkt sogar direkt an der Zuba dran. Mit dem Preis von 156 Euro ist das Schwert in sehr guter Gesellschaft. Wenn man sich vergleichbare Produkte anschaut von anderen namhaften Herstellern, muss man mittlerweile leider ähnlich viel Geld ausgeben. Und ich finde persönlich, dass dieses Schwert dort noch einmal besonders durch die sehr gelungene Optik und durch den wirklich sehr guten Griff heraussticht. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen, die dir unter den Nägeln gebrannt haben, beantworten. Falls dem nicht so ist, hinterlass mir gerne einen Kommentar.